Freue mich aber trotzdem, dass wir jetzt dieses kleine Interview hier führen können, weil ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin jetzt eine halbe Stunde ungefähr da und ich glaube, wir haben alle schon ganz, ganz tolle fußballerische Leistungen hier gesehen. Übrigens, ich will aufpassen, du warst hier. Sind Sie zum ersten Mal jetzt bei dieser Veranstaltung? Die gibt es ja schon seit, gut, so lange sind Sie noch gar nicht auf der Welt, seit fast 40 Jahren. Wie gefällt Ihnen das ganze Programm, die Atmosphäre und der Sport an sich? Haben Sie den Bezug zum Fußball grundsätzlich? Ja, auf jeden Fall. Generell auch zum Fußball. Ist ja das 37. Mal, glaube ich. Ich habe eben mal auf das Heft geschaut. Und ich bin in der Tat zum ersten Mal hier, bin aber ziemlich begeistert von der Stimmung, egal wo man hinschaut. Hier wird überall richtig Stimmung gemacht. Ich glaube, das hat der Frauenfußball auch verdient. Und ich wünsche mir solche Stimmung, ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn wir Frauenfußball sehen, egal ob im Fernsehen oder woanders. Applaus, sind Sie gar nicht gewohnt, oder? Wie kommen Sie darauf? Ist das bei Ihnen völlig anders? Manchmal ist es auch Stimmung, also in der Politik, das kann man so sagen, aber ich glaube, bei dem Fußball kommen wir nicht ganz ran, das muss auch nicht sein, denn Fußball macht ja an vielen Stellen auch noch viel mehr Spaß. Täusche ich mich oder habe ich wirklich den Eindruck, dass wir hier Sie im nächsten Jahr noch nicht das letzte Mal gesehen haben werden, privat? Da können Sie von ausgehen, egal ob beruflich oder privat. Ich bin ziemlich begeistert und ich werde mit Sicherheit noch das ein oder andere Mal hier in den nächsten Jahren vorbeischauen. Dann wünschen wir Ihnen, dass es den Rest der Zeit auch morgen noch richtig gut gefällt. Hier haben Sie Spaß. Vielen Dank, Christina Kampmann.